12. Ausgabe der 1 und 1 Technik. Was ihr im Hintergrund sehen könnt, die Frauenküche heißt, ich bin in München. Heute Abend moderiere ich hier den Deutschen Innovationspreis mit. Und im Gegensatz zu den anderen Folgen, die letzte aus Taipei, filme ich nicht mit dem S7 Edge, sondern mit dem neuen. Das ist das Huawei P9 mit der Leica-Kamera. Die ist natürlich hinten und nicht vorne. Muss natürlich die Frontfacing-Kamera jetzt nehmen. Aber da gehen wir gleich noch ausführlicher drauf ein. Ich habe wieder bunt was zusammengewürfelt für euch und wünsche euch damit viel Spaß. Lasst uns über das Huawei P9 reden. Einmal mache ich kurz die Drehung, weil dann habe ich im Hintergrund auch noch das lustige Tor hier am Start. Gerade vorgestellt worden am Mittwoch in London und zwei haben sie insgesamt vorgestellt. Zum einen das P9, zum anderen das P9 Plus, was ein bisschen größer ist, 5,5 Inch im Vergleich zu 5,2 Inch. Was interessant ist, ist nicht nur diese Partnerschaft mit Leica, also einer der bekanntesten Kameramarken, die es überhaupt gibt, und was ihr damit machen könnt, mit diesen Dual-Kameras hinten, 12 Megapixel jeweils. Aber was ich auch vor allen Dingen spannend finde, ist, wie Huawei die neueste Generation ihres Kirin SoCs verbaut. Das ist ein Quad-Core, zweimal Quad-Core, also ein Octa-Core, Kirin 955, der performance-technisch etwas über dem 950er liegt, vom Mate 8, aber nicht ganz an Snapdragon 820 bzw. an den Exynos 8890 heranreicht. Aber was abging bei Huawei bzw. wie die selber ihr P9 vorstellen, das gucken wir uns mal ganz kurz in einem kleinen Video an. Vielleicht morgen. Heute trinke ich erstmal in Ruhe ein Bierchen. Okay. Großartig. Ja. Mit Damen, ein junger Herr. Ganz ohne geht es dann noch nicht. So, und jetzt servieren wir es eben auch. Wir müssen es nur kurz warten. Er wird Ihnen das Bier dann reichen. Und wenn er einen ausgestreckten Arm hat, dann können Sie mal versuchen, wenn Sie es noch. Nach oben. Dann gibt es ihn. Also er kann spüren, woher die Kraft kommt. Dann zum Polen. Dankeschön. Es gibt Neues von HTC, betrifft das HTC 10. Das kommt am 12. April raus, beziehungsweise dann gibt es so ein lustiges Launch-Event. Was sie jetzt gerade in so einem neuen Teaser-Video zeigen, ist vor allen Dingen das, was sie mit dem Sound vorhaben. Ihr wisst, mit dem HTC One M7, meine Güte, das ist auch 3 Jahre her, ne? Man ist ja damals die Ersten gewesen, die diese Frontlautsprecher
rausgebracht haben. Boom Sound nannte das HTC. Jetzt machen sie was Neues und dafür gibt es einen schönen Werbeteaser. We admit it. We're obsessed. Obsessed with sound. Bright, fat, crisp. A warm tube amp. A live guitar solo. We love every hi-hat, boom-bat, face-melting drum solo. And we know you do too. That's why we're up nights fine-tuning the highest quality sound possible. Needle drops, mic drops. Turn it up, bring it down. Kilohertz, megahertz, sounds so good it hurts. We want you to experience flawless high fidelity on your phone. That's why we're bringing you the best boom sound yet. You'll hear it. Find out what we're obsessed about. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ab und zu spiele ich auch mal an meinem Smartphone. Während ich hier gerade, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ich glaube, Sonnenstraße heißt das Ding. Für die Leute, die sich in München auskennen, ihr könnt da wahrscheinlich eher was zu sagen. Aber ich wollte eigentlich darüber reden, was wir mit unseren Smartphones machen, wenn wir nicht gerade Videos für 1 und 1 drehen oder tolle Fotos machen von unseren Reisen beziehungsweise uns auf Facebook austoben. Wir spielen ganz gerne. Und was ich ganz spannend finde, ist genau das, worüber wir vor ein paar Tagen berichtet haben. Ja, wie sieht das aus, wenn Super Mario Brothers und Flappy Bird zusammen ein Spiel machen? Richtig. Genau so. Welcome back, Seth Bling here. A little over a year ago, I became the first person to complete a Super Mario World credits warp on the Super Nintendo console using a route created by JeffW356. Yesterday, I became the first human to do something much crazier on console. I used a series of Super Mario World glitches to inject 331 bytes of processor instructions into system RAM. It was the source code for Flappy Bird. I did this using standard, unmodded Super Nintendo hardware. While this kind of thing has been done before by feeding pre-recorded controller inputs into a console from a computer, no human has ever completed this kind of exploit until now. In this video, I want to explain how I pulled it off, but first I want to give a huge thank you to P4Plus2, who is well known in the Super Nintendo hacking community. He wrote most of the assembly code and provided a ton of technical information necessary to complete this exploit. He's the real brains behind this operation. I also want to thank Mr. Cheese, who found the arbitrary code execution setup that made this whole project possible, as well as suggesting some vital improvements to my method. Töre, virtuelle Tröte. Apple ist 40 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nach Cupertino. Meine Güte, 40 Jahre. Und in den 40 Jahren ist natürlich eine ganze Menge passiert. Wir haben in der vergangenen Woche mal einen ausführlichen Artikel zu 40 Jahre Apple-Werbung auf unserer Seite. Und zwei der für mich wichtigsten, die möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar handelt es sich um die Werbung für den Apple II und um die Werbung für den Apple Macintosh. Das hat eine ganze Menge mit mir persönlich zu tun, weil den Apple II hatte ich damals zum ersten Mal gesehen und dachte so, boah, haben wollen. Oder als ich dann den Mac zum ersten Mal gesehen habe, gesagt, wenn ich den nicht bekomme, dann sterbe ich. Und das war dann auch mein erstes Apple-Produkt, der Apple Macintosh. Also viel Spaß mit ein wenig Werbegeschichte und natürlich ganz, ganz, ganz viel Computergeschichte. From High Technology, the computer store. Introducing Apple II, the easy-to-operate home computer. Just hook it up to your TV to create dazzling color displays. Or you can balance your checkbook. Kids can teach themselves arithmetic. Or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless. It's called Apple II, the personal computer. See it at High Technology, the computer store. If you can't get a computer to do anything but frustrate you, try the computer you already know how to use. Take Macintosh out for a free overnight test drive. So, und das war es auch schon, die 12. Ausgabe der 1 und 1 Technik. Und ich habe mir dann als finalen Hintergrund ausgesucht die Kulisse des Deutschen Theaters hier in München. Hoffe, euch hat die ganze Sache Spaß gemacht, dass es so
so einigermaßen wieder euren Geschmack getroffen hat. Vor allen Dingen Zusammenstellung. Manchmal denke ich, meine Güte, das ist so viel in der Woche passiert. Was pickst du dir da raus? Was ist denn wirklich das Allerwichtigste gewesen? Wenn ihr vor allen Dingen Interesse daran habt, womit dieses Video geschossen wurde. Nochmal, das ist das Huawei P9. Und ihr findet bei uns auf der Seite auf mobilegeeks.de einen ausführlichen, es ist schon fast ein Testbericht, weil wir konnten schon Unboxings machen, beziehungsweise ich habe es jetzt auch seit über 2 Tagen, wirklich Tag und Nacht im Einsatz. Nacht jetzt nicht ganz so lang, weil ich muss ja irgendwann auch noch pennen. Aber dennoch kann ich schon ganz gut sagen, was man damit machen kann, was man nicht damit machen kann. Wie ihr seht, die Bildqualität ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Aber wenn ihr auch wissen wollt, ob 1&1 das P9 schon im Angebot hat, dann unten einfach schauen, in der Beschreibung gibt es einen Link rüber auf den 1&1. Da gibt es auch die ganzen anderen Geräte, ihr wisst das schon, ne? Mit den entsprechenden Laufzeitverträgen und so. Das ist der Deal, 1&1, unser Sponsor. Ich freue mich, dass sie das mit uns machen und mir vor allen Dingen völlige Freiheit bei dem Content lassen. Also, 12. Ausgabe der 1&1 Tech Week. Die 13. Ausgabe kommt dann wieder von zu Hause, aus Taipei. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.